Play Mad Metal Man Simulator. Nein, Mad Metal Schwein Simulator. Das Spiel ist so hart. Es ist so hart ins Gesicht. Also es sind alle tot, ja. Es sind alle tot. Alle waren Mörder, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja, jetzt hat zuletzt halt Judörte einfach ausgerastet. Und jetzt sind alle wieder erstmal zufrieden, außer Isis, weil Arisen und Judörte hatten schon ihre Katharsis jetzt. Ja, Isis wird. Ja. Haben wir wen, der putzen kann? Arisen verarbeitet weiche Arbeit, ne? Franz, wegen dir schreibe ich morgen müde und ungelernt eine Prüfung. Das tut mir leid, aber dafür hast du ein schönes Emote, oder? Halber wandert schon mal Man kann rum. nicht Ja, alles ist jetzt haben. letzte Folge. Prüfungen, Emotes. Guck mal, Arisen. Guck mal, Nahrung? Nahrung ist safe. Wir haben übrigens niemanden, der Heilkraut anbauen kann. Ja. Ey, wenn die alle so fröhlich sind, könnten wir bald in Kalorien sterben lassen. Wir brauchen für die Schweine nicht so viel Trockenfutter, das tut mir sehr leid. Die können auch den anderen Scheiß essen. Ja, 50 Tofu ist ja okay. Tofu, das sagen die Experten. Das sind Experten! So, also wir haben jetzt auf jeden Fall stromtechnisch keine Sorgen mehr. Wow! Eieieiei. So ein Atombunker macht ein bisschen Krach. Das wäre eine Lüftung Aber mal ausgenommen. guck mal, der Reis, der mag das. Aber andere Sachen vielleicht nicht so, oder? Ich find's alle geil. Aber Kein Aerith mag Problem. es bestimmt nicht. Der heiß. Weil es halt die Kombination aus der Kühlung und einem geothermischen Kraftwerk. Aber wir können probieren. Ja, das dürfte ein bisschen helfen. Ja, mach mal. Finde ich gut. Guck mal, sinkt die Temperatur doch easy. Und der Kühlraum wird. Alter, wir können Oh, aber das. so kannst du den Flur beheizen! Und den Raum vom Kalorn! Nein, der soll doch sterben. Okay. Soll ja nur durchgehen. Wenn der keiner durchgeht, ist nicht offen. Ja. Wir brauchen halt auch mal jemanden, der putzt eigentlich. Jetzt soll das hier drin mal Wir bräuchten angehen. jemanden, der in einer Guck mal hier, guck mal, Room. da die Temperatur. Schön lecker, 36 Grad. Alter, der heizt den ganzen Puff jetzt, ne? Immer wenn das Ding zischt, dann ist es am besten. Also dann. Mad Metal Schwein ist trächtig! Mal wieder? Von wem? Von seinem Sohn? Gibt nichts anderes. Doch, es gibt noch wilde Wildschweine! Eventuell. Wo ist es denn? Oder noch von Fuddy. Damals? Weiß ich nicht, dass Man das. hat sie jetzt festgestellt? Mad Metal Man, erklär das! Unbefleckte Empfängnis. Ich weiß nicht, von wem das Schwager ist. Der Sohn kann das nicht sein, das ist ein Frischling. Der Das ist doch stimmt, ja. Ich weiß neugeboren. Das, also der war das definitiv nicht. Und der Sohn. Love is my business. Er steht Was? alleine neben einer Solaranlage. Zack, schwanger. Das ist ein Aber, Hase. aha. Ist aber ein Mädchen. Ja, ist aber auch ein Hase. Die machen sehr viel Sex. Arten, Ich geschlechterübergreifend. baue jetzt noch mehr Turrets, ey. Was, warum? Oh, mach doch vorher vielleicht ein paar Fallen. Der Verteidigung, einfach. An der. Guck mal hier. Oh, Alter, wir kriegen richtig Kartoffelsalat Das ist hier. schön. Fallen an den Furten. Die Leute müssen da über die Furt. Da kannst du Fallen bauen. Ablehnen. Ja. Das ist Sicherheit. Und Sicherheit. dann schiefer fallen. So ein Tiefe bisschen. fallen. Ja. Hier müssen die. Nee. Nein. Auf die andere Seite der Furt. Kannst du hier? Nein. Da so. Hier oben. Aber die. Ja, hier können die durch halt, Ja, ne? genau. Und dann Da. vor die Bäume. Und dann ganz an die Ecke. Da. Da. Ja. Das, wo die in Deckung gehen, ne? Mhm. Und hier vielleicht noch, oder? Müssen wir nur Und dann gucken. gucken wir uns mal an, wie das nächste Pathfinding ist. Ja, dann können wir hier auf Dauer auch nochmal das Silber abbauen, dass wir ein bisschen Kohle ist. Hier vielleicht mal Sklaven kaufen, oder? Ja, es kann halt auch gar keine Sklaven hinten rum. Oh, wie das aussieht!
Wo schlafen die denn? Was macht der? Was ist denn Judeur das Problem schon? Jetzt, endlich werden die davon noch nicht. Doch, also, das ist das zweite Mal heute ja, Abend. Ja, ich weiß. Außen sind es auch nur noch minus 2 Grad. Sind es nicht vielleicht Kraftwerke, die harte Strahlung in Elektrizität umwandeln? Sind es wirklich Photovoltaikanlagen? Achso, das ist ja geil. Wer weiß, zu was die Hasendame mutiert ist. So, eigentlich mal ein richtig geiles Fickschwein. Und dann ist es kurz mutiert. Was machst du? Achso, die Wortfallen. Ja, sehr gut. Kommt der Scheiß immer weg. Gibt es denn irgendwen, den ich noch putzen möchte? Isis. Ah. Das ist die Einzige, die das kann. Das muss sein, oder? Also, ich finde Fallen wichtiger als putzen. Ja, das beide ist aber eins. Okay. Aber sonst rasten die wieder, ne? Ja, richtig. Eine Falle dauert doch ganz schön lange. Aber gut, weil du machst Schiefer eine Schlagfalle, ne? So, wie happy sind die? Können wir Kaloin umbringen? Geht, ne? Die ticken schon ein bisschen runter. Ich glaube tatsächlich, eigentlich hast du recht. Mach mal Bauen auf 2. Ja, die kann er sehr, ja. Das ist jetzt ja, es sind noch 3 Stück. Also. Dann wird Isis auch im Bauen besser, ne? Das ist halt wichtig. Mhm. Ich hoffe nur, die Spackos laufen dann nicht selber durch. Nee, nicht bei so viel Platz. Das ist ja gar kein Problem. Also wenn du so viel Platz hast, dann laufen die da nicht durch. Das tun sie nur, wenn sie müssen. Also die besten Schlagfallen sind aus Stahl. Die machen richtig viel Schaden. Und dann kann sie halt ein bisschen putzen. Wir müssen uns ja irgendwie verteidigen, ne? Also, warte mal. Hast du eine Heimatzone definiert? Wir müssen den umbringen übrigens, ne? Wir müssen den umbringen, damit der Wert der Kolonie sinkt. Oh ja. Einschläfern. Du kannst auch erst Go-Juice verabreichen, aber muss man nicht. Wenn die mal einmal das Herz entnehmen. Aber zumindest noch ein Herz. Aber es gibt kein. Also du kannst ja mit niemandem hier Medizin üben. Ich würde ihn einfach nur töten. Aber dann haben wir das, also dann stirbt er an der OP. Ist das weniger, meinst du? Ich hoffe. Der arme Kerl, ey, da liegt er einfach, der ist halt einfach komplett querschnittsgelähmt, ne? Ja. Sonst geht's ihm gut. Da stand irgendwas von wegen, das kann keiner. Kann das ja, sein? Ja, weil wir die, Jetzt werden alle richtig sad. Ey. Was ist jetzt los? Was ist los? Wieso, ich weiß es nicht. Irgendwas hat piu gemacht. Sehe ich nicht. Jagt junges Wildschwein. Wo ist und das Turret hilft dem Wildschwein. Glaube ich. Was macht die Dörte? Hat die Dörte vielleicht eine Waffe dabei? Er hat einen Speer. Den kennen wir schon, den Speer. Das Turret hat einen blinden Winkel, aber da kommt das andere Turret. Wird die Dörte dazu holen? Nein, die dumme Mistsau. Ja, die Dörte stirbt da nur, also. Das junge Wildschwein ist tot. Metal-Schwein rettet sich. Unsere Babyschweine. Ich wollte Dörte jetzt nicht noch in einen Turret-Kampf. Ja, okay, das ist Friendly Fire, das hast du recht, das wäre ein Problem geworden. In den Turret-Kampf und halt so ein Wolfsäumel. Mhm. Ist halt ein Arsch, ne? Immer wieder ein Babyschwein verloren. Eine echte Sauerei. No, not again! Ja, so, nein, Metal, sterben alle. Kaloin ist tot. Ah, Kaloin ist bei der Operation verstorben. Wir haben aber ein Herz! bauen wir ihm einen Sarg auf Arkia, ne? Ja. Jetzt sollte aber der Wert unserer Kolonie deutlich gesunken sein. Die sticht jetzt einfach eine Stunde auf das Vieh ein. Also ich weiß gar nicht, was ich so von deiner ökonomischen Denke hier halten soll. Geht ja auch immer noch um Menschen. Was? Wir wollten ihm nur helfen.
Das Herz war definitiv... War schon ein Problem, ne? Hängt auch an der Wirbelsäule mit. Wir dachten, nie wäre das Problem. So, wie geht's euch? Mein Freund starb? Ah, Kolonist starb hier. War bei Organentnahme. So. Das ist grausam, steht da. Da steht, also ich glaube, es ist schlimmer als einfach nur tot sein. Also. Aber, ja, bei Einschläfern ist das, glaube ich, auch nicht so geil, oder? Das weiß ich nicht. Also, aber der Text... Wieso macht Arisen, Arisen der Text klang wirklich wie, als wäre das schlimmer. Ich wollte es nochmal betonen. Ja, die für die Zukunft, dass wir mal einen Vergleich ziehen. In der nächste. Ja, das ist ja auch ätzend. Also, ich dachte, jetzt haben wir wieder so ein Herz, das wir verkaufen können, oder? Ja, das ist korrekt. Oh, oh. Dreimal. Das ist, jetzt aber jetzt wieder berappelt. Ja, am besten begraben, das gibt plus 8. Kleinen Bauern. Kleine Bauer. Das ist ausziehen. Achso, willst du erst ausziehen? Ja, gut. Ja, alles wird genutzt. Der gesamte Mensch wird ökonomisiert. Doch, einer. Bedürftig. Feindlichkeit. Die Sarkophagplatte trägt eine Porträtierung von Isis Belarose während der Operation, während er vor Angst zittert, wobei sie bis zum Ellbogen in Duke Colin Ayers steckt. Isis scheint sich sehr auf seine Arbeit zu konzentrieren. Ein Papagei liegt im unteren Teil des Bildes, während die allgemeine Zusammenstellung sehr statisch ist. Diese Abbildung erzählt die Geschichte von Colloids Operation, die ihn umgebracht hat. Oh Gott. Eieiei. Oh Gott, Mandelschwein ist mittlerweile alleine, aber schwanger. Das ist alles so schrecklich. You kill my sons, I know who you are, and with my biggie set of skills, I will find you, and I will kill you. Kalein died because he needed a blood donation, but we didn't know his type. But with his last words, he told us to be positive. To be positive. Oh, schön. Was eine Kalt... Alter, was ist das für ein Spiel, ey? Kältewelle! Gut! Wir haben genug Strom. Wir haben Gewächshäuser. Wir, ja, haben... Wir sind autark. Also, die könnten es mal. Haben eigentlich jetzt alle coolen Schissel an? Nee, das, ja, also es gibt zumindest keine Probleme mehr mit zerrissener Kleidung. Parker. Gut, also diese Sachen sind echt nicht so geil, aber sind schon okay. Gut, gute Sachen. Aber kein Parker. Das ist korrekt. Da ist ein Parker, aber kein Hemd. Da ist doch ein Parker. Oh, voll gut. Ja. Wir haben volle Batterien. Mal Isis kein. Da ist doch ein. Ja, wo hab ich denn. Hier, ich hab doch gerade einen guten Parker angeklickt, oder nicht? Ja, da liegen halt ein paar. Drei Stück, sehe ich. Da, der weiße, der war das. Ich würde noch mal Batterien bauen und dann das Forschungsbums wieder anschmeißen. Willst du die wirklich noch weiter da in den Raum reinstellen? Wir könnten einen von den Schlafräumen nutzen, zum Beispiel. War hier irgendwo. Ja, Särge, Batterien, sieht auch ähnlich aus. Oh Gott, in den Flur. Ja, wo, sind die hässlich? Ja. Ja? Ja. Also, das ist übrigens eine ernst gemeinte Frage. Also, es war eine ernst gemeinte Antwort. Ja, ja, ich weiß, ich meinte nur den Chat. Nicht draußen. Nee, genau. Kühlraum ist eigentlich ideal, ne? Ja. Lagerraum geht auch sonst. Lagerraum geht auch. Und wie gesagt, ne, wir haben so viele Räume. Also ich lege immer nach einer Weile so einen Schalterraum zu. Ich finde das auch ganz geil. Da hast du auch vor allem, also... Ja, stimmt. Könntest du quasi sogar, ja, irgendwann mit richtig viel Luxus separat zuschalten oder abschalten. Da jetzt sind noch die Fallen durch. Jetzt sollen sie mal putzen. Ah ne, die Fallen sind noch nicht da. Die haben jetzt wieder eine... Also... Die können alles. Okay werden, ne? Die können alles, sind zu dritt und haben eine richtig geile Base, ne? Das kann man nicht vergessen. Gute Nacht, Edensa! Das hat ja fast geklappt. Jetzt wird erstmal hier geputzt, das ist wichtig. Jetzt würde ich sogar noch eine Falle vor den Sandsack von dem Turret stellen. Hier? Ja. Kann das auch hier komplett verfallen? Oh, nein, dann der läuft ja auch durch. Nicht komplett verfallen. Wenn sie von der anderen Seite kommen. Dann an die Kante deines Gebäudes. Oder?
Hier, nee, hier meinst du? Ja, da. Ja, und vielleicht hier, oder? Wenn ja, ich von oben komme. Und hier dann noch, oder? Weil Schiefer haben wir halt wirklich genug, ne? Mhm. Und wenn sie von hier kommen, vielleicht noch an sind der halt, Kante. Also sind halt 70 pro, ne? Du hast nur 400. Ah, oh, okay, nee, dann nicht. Aber Ehren sind produziert wie ein Bekloppter, ist egal. Ja, Isis muss dann sonst auch mal dringend putzen eigentlich, ne? Ja, deswegen würde ich die Prioritäten erstmal tauschen. Hast du so eine definierte Putzzone? Nee, bisher noch nicht, muss ich mir machen. Die Mod dafür? Nee. Ah, da musst du einfach die Hammer zurück verkleinern. Oh ja, ganz dringend. bei dem Bettchen, ey. Die Heimatzone wird gefeuerlöscht und geputzt. Und das, ja, das hier muss alles nicht geputzt werden. Aber von Feuer löscht und zerbrennt. Ja, aber das sieht man ja dann. Ne? Ja. Und die rennen da ja auch rum. Also da muss jetzt auch nicht das große Massakerfest sein. Was ist mit ihm eigentlich? Ach, da ist diese Quatschzone drunter. Ja, wo wir einfach den da unten hingebracht haben. Guck mal, wie dreckig das ist. Ja. Nein, du musst Strom anmachen, nicht nur verbinden. Das stimmt. Zusammenbruch? Du dörte schon wieder. Aber das ist gut, ins Zimmer eingeschlossen ist nicht schlimm. Mhm. Ich hoffe, sie ist satt. Nein, nicht in das... Das ist doch Feuer, wenigstens putzen. Macht nichts, ich würde keinen Boss. Ich glaube, sie ist kein Rein, aber was soll's. Nee, wegen... Also ja, aber dann wird's ja nur schlimmer, weil es da drin hässlich ist. Ach, guck mal! Ja. Ist kurz mal durchgewischt worden, ey. Sorry, ich weiß, du rastest gerade, aber ich würde trotzdem gerne bei dir putzen. Aber sorry. Schon wesentlich schöner aus. Ja. Geil, dass es ja auch wirklich eine ganze Weile dauert, dann so einen Puff zu putzen. Ja, das ist ein Typ, also ein Fragger, der halt wirklich komplett durchputzen muss. Wir haben noch das Metal-Schwein, das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich drehe sich die sauber in armes Würstchen und wird ein Würstchen werden, ey. Wie Batman doch noch um seinen ihren toten Sohn rumwatschelt, oh Mann, ey. Den haben wir ja doch jetzt aber gekocht, oder? Ich glaub schon, ja. Also Essen ist jetzt wieder okay, ne? Und jetzt auch bald Heilwurzel. Weil Wurzel, ne? Also 18 Mahlzeiten auf 3 Leute. Das sind auch erstmal für 3 Tage reicht das schon mal. Und das hier unten ist alles noch nicht eingelagert, ne? Mhm. Also guck dir das mal an. Nein. Das heißt aber auch 420 Kartoffeln. Du brauchst mehr Lagerräume. Also einen größeren Kühlraum. Also eigentlich muss ja auch, also das Zeug verdirbt in 2 Quadrums und 9 Tagen, ne? Wenn das ungekühlt ist. Also das kann eigentlich auch in den normalen Lagerraum. Ja. Also wenn wir sagen... Nur Fleisch in den Kühlraum. Ja, was kommt denn da überhaupt noch rein? Oh, gerade, weiß ich nicht. Nur Tierleichen, da kommt keine Nahrung rein. Ja, dann Turm, ja, hochrollen. Achso, doch nicht, ich bin ein Turmmotor. Rohes Essen? Nee, rohes. Hä? Rohes Essen? Da soll ja nur. Nee, da soll ja kein. Doch. Doch, da soll ja Fleisch rein. Vegetarisch nicht. Nee. Tierfutter auch nicht, ne? So ist doch okay, oder? Ja. Und du dörte da schönes? Geht spazieren. Oh, dann ist doch was, du Dörte. Im Kühlschrank ist doch... Achso, die ist noch verrückt. Ja. Das im Zimmer einschließen hat sie aber auch noch nicht gerafft, ne? Sieben. Also würden wir jetzt einen Mörser brauchen, dann hätten wir gerade eine gute Basis gefunden. Boah, du Dörte hat aber auch einen Hang zum bekloppt werden. Hat die vielleicht einen Hang zum bekloppt werden? Die ist zu klug. Ja, das haben... Zusammenbruchschwelle. Ach, was, echt? Hm. Witzig. 12% Zusammenbruchschwelle. Die ist wütig. Oh, sehr gut, Tüte. Deswegen hat die da überhaupt nichts getroffen. Schießt schneller, aber. Soll sie die ungenau treffen? Das war doch eigentlich Hank. Und mit Hank meine ich. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Isis haben das. Kann Isis eigentlich noch irgendwas Sinnvolles machen? Also die putzt jetzt erst alles und dann baut sie, ne? Guck mal, eine Kuh. Hallo. Ach, jetzt räumt sie endlich mal auf. Das ist auch gut. Nee, sie baut. Und jetzt baut sie von. Ja. Das schaut ja nicht. Der Scheiß hier mal rauskommt. Elche. Revenge of the Pig.
Willst du sie gleich einschließen oder die Waffen abnehmen? Oh, die Waffe abnehmen, das wäre schlau gewesen, ne? Sollen wir das mal machen? Ja, lass es mir lieber, die wehrt sich. Will die Waffe abnehmen? Ja. Achso, nee, wenn sie wieder fresh ist. Ach so, nein, ja, finde ich nicht gut. Du hast doch Demenz, erinnerst dich ja gar nichts mehr. Da ist dieser untragbare Schmerz in deinem Inneren, der dich quält und du nicht weißt, woher er kommt. Und nachts, wenn du schlafen willst, hörst du das hohe Quieken eines Ferkelchens und du wachst schweißgebadet auf. Oh Gott, ja auch. Wie warm ist das hier drin jetzt eigentlich? Oh, nur noch 21 Grad. Okay. Und den ganzen Puff zu? Okay, oh. Wir können auch die Heizung wieder anmachen. Warum? Nein, warum willst du da die Heizung anmachen? Wir haben unendlich viel Strom. Also die Heizung, unsere Batterien sind voll. Oh, guck mal, die sind noch nicht gebaut. Ja, weil wir das Material. Weil hier drin sind 9 Grad, also. Ja. Wir können auch hier die Tür zumachen. Das würde ich eher machen. Wir haben auch draußen Kältewelle, ne? Draußen. Ja. Minus 1 Grad. Oh, wow. Judette kommt. Achso, ja, Judette ist. Kommt aus dem Zimmer und ist direkt voll wütend. Erstmal was essen, glaube ich. Wie ist sie gerade drauf? Genau, erstmal befehlen was zu essen. Ja. Die müsste doch Katharsis haben. Ja, oh, es erledigt, nicht. Verhungern. Nee, die soll halt fressen und schlafen. Soll sofort schlafen gehen, ja. Ja, das muss sie selber machen. Schlafen kann man ja nicht befehlen, oder? Überfall. Gut sieht aus. Hast du hier gerade die zwei Mechanoiden? Das war's. Wir gucken mal. Das war's. Das ist einer und ein Truthahn. Ich finde übrigens die Truthähne, auf den ersten Blick denke ich immer, das sind Häschen. Hier sind die Ohren und hier sind die Augen und hier ist die Nase. Das ist ein Hase, der dich anguckt. Hier ist der Puschelschwanz. Okay. Das denke ich, also das können die nicht schaffen. Die schießen doch auch weiter als die Turrets, oder? Jetzt kommt den Winkel an. Manchmal hat man Glück. Nicht bei offenem Feld. Keine Materialien. Geht sie ins Haus erstmal. Lass sie nicht da draußen werben. Lass sie sterben, muss machen, ist gut. Das war's. Get to the chopper now! Ich bin weg gerade, um zu überleben. Meine Ferkel waren mir egal. Ja, deine Ferkel sind. Ja, das stimmt. Alles. Ich wüsste nicht wie. Also Isis hat zwar ein Gewehr. Weil er von Süden kommt, ne? Der läuft an allen Fallen vorbei. Ich habe schon mal One-Hits gesehen von Fallen an den Dingern, aber. Was ist denn? Ist schön? Nein, ich hier unten links ungefähr. Links. Da ist er. Ja. Er schießt von da aus Turret? Nee, er hält Wache. Oh ja. Gib mir das Turret an. Wo läuft Isis denn hin, Mann? Isis hat eine Falle gebaut. Aber die ist im Thema Krieg. Nimm. Bau dir so ein paar Wände da drin. Mach dir so eine also kleine. Ich kann das nicht machen. Ist das jetzt außerhalb des Arbeitsbereichs? Ja. Ich würde Isis zurückschicken und 2-3 kleine Schieferwände bauen lassen. Ein Stück zurück. Die soll jetzt erstmal das Turret rennen. Ja, gut, dann positioniert es sich halt neu. Oder er schießt die. Das ist egal. Oh! Wieder unbegrenzt. Schickst du mir rein. She dead. Keine unmittelbare Gefahr, schick die rein. Was für Schieferwände meinst du? Also wohin? Oh. Das Turret muss man noch verbinden. Ja, also hier vorne wollte ich den haben. Da kannst du nämlich aus den Türen rausschießen und hast noch Deckung. Ah, er kann das noch treffen. Ja. Ja. Oder halt du positionierst das Turret hinter den Schieferwänden. Dann muss er nämlich rankommen dafür. Also einfach so eine zweite Schicht irgendwo davor. Näher vor deine Türen. Einen kleinen Winkel. Einfach nur einen kleinen rechten Winkel. Und davon dann. Ja, genau, alles gut. Sollte klar gehen, glaube ich. Aber dann schießt er erstmal unsere Infrastruktur kaputt, ne? Ja, man kann halt irgendwas da raus machen, ne? Hast du schon mal Granaten gefunden irgendwo? Vielleicht nicht, ne? Wir haben Brandwerfer. Doch, wir haben irgendwie sowas Granatiges. Wo liegen sie denn hier? Oh, Juice.
Ah ja, wir haben Schnaps, okay. Nee, Go-Juice ist doch irgendwas richtig Verrücktes. Kannst du ihn nicht reizen, dass er Isis jagt? Oh, Isis putzt erstmal eine Runde. Das Problem ist, er jagt ja nicht, sondern er schießt mit einem... Metal-Schwein! Alter, was ist denn los mit dem Tier? Metal-Schwein? Ach, warte mal, es darf da nicht rein, weil es nicht durch die Tür kann? Kann das sein? Kann schon wieder sein, ja. Also manchmal ist das Pathfinding wirklich scheiße. Metal-Schwein! Gut. Hast du gut gemacht. Der hat dir das hintere linke Bein abgeschossen. Aber was ist Irrison da? Das weiß man nicht. Warum ist er unbegrenzt? Verarbeitet Felsbrocken. Nee, ist auch unbegrenzt. Ach ja. Das Kriegsgebiet reicht auch bis da vorne. Ja, ja, der muss das ja auch abholen. Ne? Der muss ja auch noch weiter arbeiten. Da ist es weg. Ja, also. Die Nummer ist relativ, also ich sag mal, Oh, lauf! Hat Metal-Schwein keinen Schlafplatz, wo es hin kann? Nicht. Wieso schießt das Turret nicht? Ach, weil ich das eingebaut habe, ne? Hm. Ich fand die Idee aber nicht doof eigentlich. Die Frage ist, was passiert, wenn du. Ja, das ist gut. Neu verbinden. Ja, das macht's, glaube ich, eher automatisch, aber. Nicht immer. Jetzt haben wir ihn in Reichweite. Ja, und er schießt das Turret nicht auf Isis, das ist sehr gut. Wenn ich näher rangehe mit Isis. Die schießt ja schon sehr gut, finde ich. Ja, die kann nicht gut schießen, also wenn ich sie hier hinhole. Ja, da schießt er sie aber auch mit einem Schuss tot. Auf die Distanz hast du die Chance, dass er sie nicht trifft. Okay. Nein, bleib da. Geht was. Er hat auf jeden Fall Bewegen schlecht. Kann leider noch 100% sehen. Antreffer von ihm. Ach, vom Turret. Ah. Nee, das packen wir jetzt. Ah? Wir haben das rechte Bein abgeschossen. Keine Bewegung mehr. Bam! Das ist unglaublich. Oh Gott, wir haben das Schwein hat ein Bein verloren. Was einfach dumm war. Was? Ohne Scheiß, Mann. Also es gibt keine Erklärung dafür, also keine, die ich kenne. Was kannst du mit einem Bein noch laufen? Ja, kannst. Also mit drei Beinen, meine ich. Ja, ja. Ja, mit einem wäre schwierig. Hat nicht, Isis hat auch einen Schuss abgekriegt. Ja. Das hat demenz, der Stoß, alles da drüber, das ist trächtig. Das hat leicht Blutfluss, aber das rechte hintere linke, nee, das hintere linke Bein ist abgeschossen. Warte mal, du bist völlig am Ende, ey. Irgendwann muss jetzt Isis flicken, weil die stirbt in 13 Stunden. Kann die das nicht selber machen? Aber das ist nicht gut. Das ist immer weniger wert, als wenn es jemand anders macht. Die anderen? Zwei. Und sie? Na, okay. Legt sie sich jetzt selbst zusammen? Das muss ich anwählen, glaube ich. Oh. Auf ihr selbst? Nee. Nee, also... Ich geh jetzt mal sie selbst an. Na ja, komm, dann macht Aronson das. Kein Arzt. Ist sie Arzt? Ja. Geh nochmal auf diesen Schalter, wo das steht. Du Dörte kann das. Dann wir würden das mal rausfinden, ob das geht. Und dann halten wir den Cursor darüber. Wenn Selbstversorgung aktiviert ist, werden sich Kunden müssten automatisch sofort um Wunden und Ähnliches kümmern. Allerdings nur mit 70% der Effizienz, aber damit ist es immer noch deutlich besser. Ja. Also die ist über 100% besser. Oh, in 23 Stunden, ja, die kommen ja klar hier. Schwein ist versorgt, oder? Ja. Metal-Schwein, du hast auf jeden Fall eine richtig gute Wahl getroffen. Du bist ein dementes, 14 Jahre altes Wildschwein-Weibchen.
dem das. Also dem geht's total gut jetzt übrigens. Da fehlt einfach nur ein Bein. Es kann sich jetzt halt nur schlecht bewegen. 49%. Das ist aber easy. Bisschen trippeln. Also dem geht's gar nicht so schlecht. Oh, oh! Ho! Ho! Die dicke Frau Sin! Oh, neben einem Puma? Neben einem Schlafen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, da hat der Elch aber richtig ran. Oh! Oha! Frau Sin, was kannst du? Die muss man versorgen übrigens. Meinst du? Hm? Medizin. Und Kunst. Und verweigert. Oh, sie kann natürlich nicht kämpfen, aber. Aber putzt. Sie ist auf einer Organfarm groß geworden. Und sie putzt und sie. Hey, sie arbeitet schnell, glaube ich. Das ist schon mal gut. Wir wollen sie. Sie ist unsere Retter. Ich würde Arisen schicken, der ist am unwichtigsten. Ja, aber wir haben leider. Wir heizen den Puff nicht mehr. Macht doch nichts. Ach komm, ist ja fast warm da. Und zum Gefängnis deklarieren. Wie traurig das ist. Ja, hier, du kommst jetzt in diesen Trakt, da haben früher Freunde für uns gewohnt. Ja, warum wir so viel Schlafzimmer haben? Wo ist sie denn? Ist das eine Idee? Nee, aber rauszoomen, Cursor ziehen. Doch, bei den toten Rentieren. Doch, das muss doch hier links, ein bisschen tiefer. Ein Stück tiefer? Nee. Das Benzin? Ich dachte, es wäre im Süden gewesen, aber. Ist es nicht. Hallo? Wo ist sie denn? Das war doch neben so einem Gebirge, oder? Ich hab keine Ahnung. Hier? Da rechts. Da ist die Puma. Und das da ist die Puma. Fangen. Nicht retten. Erstes Schwein. Dem Schwein geht's gut. Ah, das, also das hat noch sein falsches Tiergebiet. Gewitter! In Neuss! Du willst doch nicht so weit laufen für ein dreiviertel Tier. Warum? Wir haben kein Fleisch mehr. Aber das, okay, der ganze andere Puff ist voll mit Essen. Oh Gott! Ein trockenes Gewitter? Are you kidding me? Dieses kann übrigens kein Feuer löschen. Hab ich gehört. Alter, der brennt jetzt der gesamte Puff ab! Lass Arisen helfen. Lass einfach die Truhe da rumliegen. Hol ihn sofort. Würdest du nicht sofort was Neues bauen? Okay, es geht schon wieder. Oh, und ein verrücktes Tier! Okay, da können wir mitleben. Eichhörnchen. Haben wir irgendwen, der jagt? Das okay. Sollten eigentlich die Turrets sein. Alle sind zu Hause, ja. Sie kann sie? Ist okay. Putz. Oh, sie soll. Was muss man mit Gefangenen machen, die man gefunden hat? Versorgen. Ich glaube, die hatten. Ja, 23 Stunden, wäre sie jetzt wieder wegverreckt. Echt Billo-Medizin, oder? Das reicht. Ja. Ja, hat sie echt standardmäßig. Aber das Eichhörnchen rastet nicht total an uns aus. Wir haben so viel Pech gehabt mit Arschtieren. Ah, fertig. Guck mal, wie gut es dem Mad Metal Schwein geht. Oh, den kann man doch mal umjagen, oder? Ja. Alter, wir haben so viel Essen. Das ist easy cheesy. Das meinte ich. Ja. Jesus verwendet nur Heilkräuter und keine Medizin. Es ist für mich mein Punkt zu gehen, glaube ich gerade. Ich bin ein bisschen durch und. Ja, ich bin auch Pipi. Durch. 5, 21. Oh, die Folge ist auch 10. Aber es macht so viel Spaß. Ja, ne? Aber es ist ein schöner Moment jetzt zu schließen, finde ich. Es gibt. Ja, also es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ja. 21% Chance, jetzt schon. Ja. Trotz des Arschzimmers. Ja. Ey, das ist so ein gutes Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Sehr schön, dass ihr alle noch über 40 Leute die ganze Zeit hier uns und der Kolonie die Stange gehalten habt. Die haben sich so hart durchgekämpft, ey. Mad Metal Schwein ist tatsächlich der Held, ja. Also eigentlich Mad Metal Schweins Mann. Das ist korrekt. Mad Metal Schweins Mann hat sich hier oben für Frau und Ferkel reingespendet. Das Problem ist, Mad Metal Schwein weiß das nicht mehr, weil Mad Metal Schwein ist leider dement, seit wir es haben. Mad Metal Schwein hat jetzt auch nur noch drei Beine. Mad Metal Schwein hat das hintere linke Bein verloren, aber Mad Metal Schwein wird in 8 Tagen. 5 Tagen ein Babyschwein zur Welt bringen. Oh ja.
Mad Max, wuh, ich bin der Held. Ja, auf jeden Fall, ey, du hast es auf jeden Fall. Geiler, geiler Dude, ey. Ja, liebe YouTube-Kids, die Folge ist zu Ende. Und, oh, Schnürschuh kommt in der letzten Minute. Ja, wir müssen ins Bett, es ist leider 1000 spät. Und in diesem Sinne, liebe YouTube-Kids, bis gleich, ne?